Jo, ho, ho. Auch noch Kissen an Bord. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Ja, das ist das Ziel. Dass es dunkel ist? Hart. Ja. Wir wollen noch nicht gesehen werden. Wir sind Sneaky Piraten. Sneaky Piraten. Ja, fahren wir jetzt hier drehen wir auch mal eine Lampe an. Ich hab eine Lampe vergessen gehabt. Die Unterdecken musst du, glaube ich, nicht ausmachen. Genau. Nein, aber in der Kabine. Wer ist gerade am Steuern? Steuer? Ich bin am Steuer. Du bist am Steuer, gut. Ja, wo ist denn die Insel mit den... Geradeaus! Ach, da ganz hinten am... Okay. Das ist ja sehr weit. Da müssen wir noch die Kisten hinbringen oder nehmen wir dann gleich eine coole neue Aufgabe an. Irgendwelche Piraten jagen. Oh, das Schiff scheint voll im Wind, glaube ich. Hm? Ja. Okay, wir sind nicht voll im Wind. Moment, das kann man... Q-Tip optimiert. Ja, damit wir schneller fahren können. Wir brauchen den Beluga. Wir müssen ein bisschen mehr nach rechts. Ja, vor allem David hat wieder aus dem Wind rausgesteuert. Extra die Segel gedreht und was macht David? Weiter rechts. Lenken. Weiter. Warum bist du überhaupt nach links abgebogen? Wir sind doch genau noch zugehalten. Gott, David. Nix. Weiß wie das ist, eins. Ja, aber wir machen doch einfach geradeaus. In das Segel rein. Wieder geradeaus. Jetzt muss ich die Segel wieder einstellen. Mann, Mann, Mann. Ja, dann mach doch auch. Ja, mach ich ja auch. Mach doch auch. Oh, ein bisschen weiter nach links noch. Einmal kurz nach links drehen. Sonst fahren wir rechts dran vorbei. Nicht zu viel, nur kurz. Das Schiff. Das sind Fässchen. Wollen wir die Fässchen holen? Ist doch nichts. Anscheinend nicht. Das heute nicht wieder rum, wenn wir keine Bretter haben. Ich hol mein Segel ein. David, wir müssen langsamer werden. Ja. Wir müssen langsamer werden. Stoppen. Oh Gott! Nein, da war danke. Das passt, alles cool. Relativ weit sogar weg. Ja, eben. Ja, aber hier vorne sind viele kleine Inseln, also. Da hat er nicht ganz unrecht. Oh. Jeder schnappt sich eine Kiste und dann gehen wir los. Sind nur zwei Kisten. Ja, dann nimmt sich jeder, der eine tragen kann, eine Kiste. Er sagt, mir Fahrtbuch ist voll beim Goldmann. Ja, aber du hast doch insgesamt nur drei vier. Slots. Wenn du Tab drückst und oben auf Seefahrt klickst, da siehst du, welche du aktuell hast. Ich habe vier Stück. Hä? Vier Stück. Ich komme jetzt rüber und guck mir das an. Moment. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Der tatsächlich. Wie geht das? Ich glaube, wenn man. Ich glaube, es ist ein Bug, weil ich wahrscheinlich irgendwie. Als der Server noch gewartet hat, zwei angenommen habe. Und es ist wahrscheinlich erst für später, dass du mehrere aufnehmen kannst gleichzeitig. Ja, tatsächlich einfach eine Seite. Good day. Ich probiere jetzt einfach hier bei ihr noch Dinge zu kaufen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Jog die Piraten. Wir müssen doch dringend mal unser Schiff ein bisschen gruseliger machen. Das geht so nicht. Nee, also ich finde das nicht furchteinflößend. Die MS-DOS wirkt sehr stabil. Ja, die muss, da fehlt mehr Blau. Ja, da fehlt mehr Blau. Yay. Yay. Klingt jetzt aber nicht besonders anspruchsvoll, muss ich sagen. Was soll man denn machen? Wer ist denn Agent Q70? Wo ist der? Egal, fahren wir weg, bevor. Ja, genau, kommt. Schnell los. Der steht bestimmt auf irgendeiner Insel und will eigentlich mit, aber kann nicht, weil ich habe Karten entdeckt. Aha, zwei Stück. Ihr lenkt schon. Denkt mal dran, man hört uns, ne? Eine Umdrehung. Beide Umdrehung. So. Die Suche nach Wissen in uralten Knochen enthülle Geheimnisse lang Augen ausgesprochen. Captain Hornpipe Holmes, zuletzt auf Picaroon Palms gesehen.
behütetes Wissen kehrt nun endlich zurück. Das Geheimnis lüftet und mit reicher Beute. Alter, die Karte leuchtet. Ja. Und hat so fliegende Dinger. Mal. Kuckuck. So, warte, Bo Pickeru Palms. Ja. Was ich jetzt wissen, Bo Pickeru Palms ist. Kannst du ein bisschen ranzoomen, dann kriegst du ja, genau. Ja, ich weiß. Pickeru Palms. Da ist. Oh Gott, das ist ja voll weit weg. Ja, also, ich kann mir auch nochmal eintragen, wer weiß. Das ist ziemlich genau Nordosten. Und Lonely Isle, das war. Warte. Lonely Isle. Da, hab's. Was? Wo ist denn das? Links da unten. Siehst du, das ist genau neben uns, da gehen wir da zuerst hin. Genau, da fahren wir zuerst hin. Fahr direkt nach Osten. Ei, ei. Ei! Können Boote eigentlich fahren? Was sollen sie denn sonst tun? Fliegen? Segel? Ich meine, ist nicht fahren, wenn es mit Motor betrieben ist? Was fährt denn ohne Motor? Ich meine, eine Kutsche. Fahrrad. Hm. Aber bist du nicht der Motor? Der Kutsche? Das Pferd, das ist doch Pferdepower. Aber das ist kein Motor. Ein biologischer Motor? Eben, es ist biologischer Motor. Was ist denn beim Schiff? Ah, das ist der Agent! Naja, beim Schiff ist es halt kein Motor. Es ist das Wasser und Segel und Wind. Was machen wir mit dem Agenten? Keine Ahnung, wo ist denn der? Ja, lass ihn einfach hier, oder nicht? Ja, wollen wir den einfach halt mitnehmen? Ja. Was sollen wir machen? Jetzt ist er hier. Steuern wir jetzt eigentlich auf die Insel zu, oder nicht? Ja, ich glaub schon. Sieht nicht so aus. Ich guck mal. Suche nach Wissen und einen Knochen. Doch, sieht gut aus. Captain Lady Kessery. Ja, fahren wir jetzt gerade genau das zu oder Blitz sind wir ein bisschen... Lonely, bisschen weiter nach rechts. Bisschen mehr östlich. Ja. So, mal gucken, wie viel... Dann sind wir direkt... Wieder. Obwohl, wir jetzt einfach geradeaus. Jetzt einfach mal geradeaus, dann kommen wir da gut rüber. Das müsste jetzt hier auf der rechten Seite erscheinen. Ja, dann mache ich das so, dass wir dran vorbei. Da vorne ist es doch. Warte. Also, ich halte nicht direkt drauf zu, sondern... Jetzt ist okay, jetzt ist super. Ja, warte, dann muss ich wieder gerade drehen. Das ist eine ganz schön kleine Insel. Was soll da für ein pimpfiger Pirat sein? Ja, ein Skelett oder so. Ja, wahrscheinlich. Epische Quests! Lonely Isle. Ja, so sieht's auch aus. Ja, sehr, sehr einsam. Gucken mal, ob da sich was tut. Außer, dass die Palmen nicht auf dem Boden stehen. Alles. Oh doch, da sind mehrere Skelette und eins hat einen roten. Den blauen. Blau. Hey Christian, warum denn wieder so früh? Bist du so früh? Wir sind direkt daneben. Hallo? Bin schon warum unterwegs. Du willst ja wieder rüberschießen oder was? Guck, ich bin auf der Insel. Oh. Ich hab versucht, ein Skelett zu erschießen. Die Musik wird. Erledigt. Wie erledigt? Wir sind erledigt. Das warst du jetzt noch nicht. Ja, hier ist noch einer. Hier kommen ganz viele jetzt wieder. Guck mal, die haben blaue Stirnbänder. Ja, das heißt, das... Ne? Das muss das denn... Crew-Ding sein. Ich hab gar keine Pistole. Warum? Der rennt schon wieder Pistole? Weg. Wieso rennen Skelette um ihr Leben? Die sind doch schon tot. Hier sind überall Schlangen. Die sind viel gefährlicher als Skelette. So, da kommen wir das Skelette. Wow. Ja. Alter! Double Kill! Aus irgendeinem Grund habe ich keine Pistole dabei. Lauf! Lauf! Ich hab's getroffen! Sag mal! Alter, was halten die denn aus? Und jetzt? Muss ich? Vielleicht der Captain, hier kommt wieder welche. Hier ist der Captain! Oha, das ist der Captain! Captain Katrine! Ah! Tja, Captain, das sieht nicht gut aus. Hätte ich lieber besser. Oh, die ist Bananen! Ich hab eine Banane gegessen! Der heilt sich? Was? Das ist Skelett! Bam! Lady Katrine, so, ehrloser Kopfschädel. Ja, nice. Waren denn noch Fässer, wo Dinge drin sind? Oh, natürlich. Wie schön, dass ich wieder der Einzige bin, der daran denkt. Ich hab welche mitgenommen. Wir haben doch alles auf dem Schiff. Wir haben doch alles auf dem Schiff. Ja, weil ich das ständig mitnehme. Ja, siehst du, ich sag doch, wir haben alles auf dem Schiff.
Mann! Mann, bist du eine Ehefrau? Ja, und ihr, ich verstehe Ehefrauen mittlerweile. Das ist furchtbar mit euch. Ja, furchtbar mit dir. Ist der Gent noch da? Nee. Guck dir halt mal die Segel an, das ist auch doch kreuz und quer, da ist nichts richtig eingestellt. Das muss besser werden in Zukunft. Gott, keiner kann dich leiden. Ich lass euch Kiel holen. Totenkopf. So, Bananen. Ist das die Rache von Lady Katrina? Ja. Ich sehe keinen Totenkopf. Der liegt da unten rechts, da wo wir auf die anderen Kissen getan haben. So. Hier, da. Toll. Ich licht schon mal den Anker, wir fahren mal weiter. Nee, mach mal. Ja, wo müssen wir? Achso, bei der Karte. Wer markiert schon? Ist schon markiert, aber ich muss das trotzdem. Ist schon markiert. Finde ich gut. Okay, Nord-Nordwest. Alles klar. Dann. Warum habe ich jetzt keine zweite Waffe? Das. So. Ich hätte gerne eine zweite Waffe. Müssen wir eben kurz in dieser einen Insel da vorne noch vorbeifahren? Wieso kann ich denn die Waffe? Hä? Er kann, hat nur noch eine Waffe. Es gibt doch immer nur eine Waffe. Nee, du kannst ja auf zwei eigentlich eine packen, aber kann ich nicht. Ist das die Insel, wo wir gerade drauf zufahren müssen schon? Warte mal. Oder fahren wir. Nee, okay, die ist hinter der Insel, wo wir gerade drauf zufahren. So, hab ich. Jetzt habe ich, glaube ich, auch wieder beide ausgewählt. Ja. Jetzt habe ich eine Pistole und kein Schwert. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einen Waffenslot verloren. Vielleicht hast du es einfach nur vergessen. So, ich glaube, jetzt könnte es wieder gehen. Ja. Hä? Also ich habe einen Säbel und eine Pistole. Apropos Pistole, ich muss mal nachladen. Kann nicht. Ich habe. Nee. David, klick doch einfach mal oben, wenn du im Arsenal bist. Da hast du doch mehrere Dinger. Im Arsenal mehrere Dinger. Ja, ja. Kannst du nicht einfach auswählen? Ja, nee, geht zwei nicht. Zwei davon? Geht nicht. Kann ich nicht. Okay, dann ist jetzt scheinbar nur für dich das Spiel kaputt. Anscheinend, ja. Alter, das Segeln ist ja nicht mal komplett gesetzt. Ja, mach doch mal. Ja, ich habe jetzt Scharfschützengewehr, aber kann jetzt nicht Säbel auswählen. Ich kann auch immer nur zwei Waffen mitnehmen gleichzeitig. Das ist übrigens noch nicht die richtige Insel. Ach was. Na egal. Wird schon. Wie gesagt, ich kann auch nur zwei Waffen mitnehmen. Ja, ich kann nicht zwei Waffen, ich kann nur eine Waffe. Nur eine. Vielleicht, weil du eine Frau bist! Das muss es sein. Wärst du mal ein fetter Pirat! Fetter, männlicher Pirat wie ich! Dann könntest du auch zwei Waffen tragen. Warte. Nee. Wo waren Emotes? Da. Ja. Fetter Pirat. Ich bin so fett, meine Hände gehen durcheinander durch. Wo waren die Emotes? X. Y. Nee, Y. X war Waffe wegschlingen. Hallo! 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 Hey, wenn ich sehe dich! Wir fahren übrigens auf die Insel zu, just saying. Ist doch gut. Ihr habt dann gleich wieder Anker, Pflicht. Aber ich winke gerade. Das ist schön, dass du gerade winkst, Christian. Winke, winke. Dann fahren wir einfach winkend auf die Insel drauf, ist auch schön. Ja, ich verabschiede mich. Lalala. Wir haben ein bisschen Seitenlage, oder kommt das nur mir so vor? Boah, alles easy. Wisst ihr, was ich mich frage? Nee. Wo gab's eigentlich überall Piraten? Hä, wie, wo gab's überall Piraten? Naja, gab's die in England, gab's die in Deutschland, gab's die in Frankreich? Wo gab's Piraten? Waren die hauptsächlich so in der Karibik unterwegs? Boah, überall, ne? Ja, aber wie haben sie sich denn abgesprochen damals, dass ja, alle... Gar nicht, hä? Mit dem Internet, mit Handy. Ja, was? Wie wär's jetzt mal mit Ankern?
stell dir mal vor, du weißt nicht, du bist so in der Zeit. Hä? Du hast keine Ahnung, was ein Pirat ist, weil du gar nicht in der Gegend wohnst, wo es Piraten gab. Und dann scheiß jetzt, du bist ein Pirat und machst dir auch so einen dummen Hut. Ist doch komisch. Ich bin mir sicher, nicht alle Piraten hatten so einen Hut. Also sich bestimmt. Wer hatte denn so einen Hut ausgeschnitten oder so? Hatten die damals so einen Hut? Oder ist das ja, alles nur Fick? Aus der Zeitung, die waren arm. Darum waren sie auch Piraten. Papierhüte. Piraten, Skelett. Piraten, ach ja, sind wir. Hattest du einen Hut auf? Nee. Jetzt wieder mal Schlangen. Das stimmt allerdings. Das sind ja auch keine Piraten, die haben keine Hüte auf. Das sind nur Skelette. Oh Gott, nicht die Schlange. Ich habe ein blaues Skelett gefunden. Und getötet. Und die eigentlich jetzt wieder die endlich mal die Steine hoch oder laufen die dann blöd in der Gegend rum? Keine Ahnung, was wir ausprobieren. Das ist ja kurz mal hoch. Der Christian ist gerade zerstört. Oh, dann helfe ich dir halt. Komm mal halt hier hoch. Warum? Weil wir gucken wollen, ob das mit der KI so passt. Warum höre ich eigentlich Kampfgeräusche, obwohl wir alle hier sind? Captain! Horn, die Pulse! Oh, Don. Das war voll Kopfschuss. Hey. Was war die Idee dahinter? Oh nein, ich bin von der Schlange geschossen worden. Ich hab keine Bananen. Oh. Bananen, Kanonenkugeln, Bananen. Ja, die sind ja alle auf dem Schiff, die Bananen. Ich hab eine Banane. So. Ja, flott. So, Bananen, hier sind doch. Aua. Ich hab den Schädel von Captain Schieß mich tot. Ich leg ihn mal kurz weg, weil hier sind Kanonenkugeln drin. Weil hier sind nur Kanonenkugeln. Wo sind denn die Bananen? Tja. Hier sind noch Holzbretter 2. Da sind noch welche. So. Holzbrett! Schlange! Au! Ich wurde gebissen. Alles ist lila. Und flimmert. Alles ist lila. Ich fühle mich! Wah! Voll der Trip! So ein Mist! Ah ne, falsch. Ne. Ich hab halt ein Brett vom Kopf. Was nur mit dem Wortes. Ja! Steht da so drauf, ich hab jemanden getötet oder was steht auf diesem Brett? Achso, das ist ein normales Brett. Haben wir überhaupt einen Beweis, dass wir die umgebracht haben? Ja, die Schädel, die unten liegen. Mein Gott. Ich hab die noch nie gesehen. Ach, Christian. Wo sind die denn? Da, wo wir auch immer die Truhen hinstellen. Nee, ich bin gar nicht. So, dann mal zurück, ne? Die leuchten. Wollen wir nicht noch eine machen? Wow. Können wir machen? Warte mal, ich hab mir auch so eine geklaut. Ich hab sonst auch eine. Okay, ich hab einfach. Die Kampf mit der armseligen Crew der Night Lady ist eine andere, ne? Ja. Die hab ich jetzt geholt. War hab ich die nicht auch? Ich würde übrigens anmerken, dass ich es toll finde, dass die ersten Quests in diesem Spiel alle mit armselig beginnen. Ja, die sind ja auch alle armselig. Das ist sonderlich anstrengend. Ich durfte nicht mal voten, ich hab das nicht gesehen. Da war auf einmal nur ein Messer im Tisch. Wir haben schon wieder einen Typen. So. Captain Carrison Russell, Gerüchten zufolge auf Salty Sands. War das nicht da, wo wir eben sind waren? Salty Sands? Klingt lecker. Nee, Lonely Eye? Nee, wo ist Salty Sands? Sandy Shallow? Sandy Shallow? Da! Ja, links von uns. Hoch, hoch! Da! Rechts! Genau links von unserer Insel. Hä? Ach da! Ja, stimmt. Ja, geil. Oh. Einfach nur nordöstlich. Nordöstlich. Ja, so nordöstlich. Wir können ja gar nicht. Wir sind ja. Was ist jetzt los? Den Kurs hinstellen, was? Habt ihr das auch gerade? Ja, plündern Schiffe eine neue Welt. Wow. Warum ist auf einmal Nacht? What the fuck? Was ist passiert? Ich hab Angst. Warte, ich guck mal kurz. Nach dem Stern? Was willst du? Die Karte ist noch genauso wie vorher. Ja. Ich glaube, das ist ein Event. Sehen wir irgendwas in den Stern? Ich sehe nichts in den Stern. Ich sehe auch nichts in den Stern. Ich habe meinen Text jetzt noch nicht gemerkt. Ich sehe nur einen extrem leuchtenden Stern. Aber, nee, sind mehrere. Das ist der Mond. Ha! Weil hier ist ein extrem leuchtender Stern, der sich schnell bewegt. Was? Wo? Moment, ich
Wow! Warum machen wir das? Das ist keine gute Idee. Hier ist doch nix. Hä? Wo fahren wir gerade? Doch, hier ist, glaube ich. Unser Kamerad ist aufgescheucht. Was? Ja, mein Leck. Der hat echt Angst gehabt auf einmal. Der ist ganz panisch hochgeflüchtet. Er bildet sich auf einmal sofort Balken. Ah. Habt ihr das Leck oder nicht? Ja, Hammer. Alles Alter, gut. Was ist das für eine Wolke, die da gerade entsteht? Ja. Aber in die Richtung fahren wir mal. Fahr mal Richtung Wolke. Soll ich? Ja, aber das ist so ein ganz heller Stern. Ich sehe dann nur den Mond. Ah, der Stern. Ja. Der ist so anders als die anderen. Ja. Hä? Stimmt allerdings. Da! Der ist anders als die anderen Sterne. Deswegen. Aber sind wir nicht gerade geneckt neben der Insel? Wollen wir nicht noch schnell abholen? Aber wenn das ein Event ist, der ist jetzt gleich wieder weg. Aber wir fahren halt eh gerade auf die Insel. Also, wie gesagt, das können wir ja schnell machen nebenbei. Fahren wir auf die Insel noch zu? Ja. Jetzt genau. Fahren wir direkt auf die Insel. Also nein, nicht direkt, sondern wir fahren dran vorbei, aber so, dass wir drauf kommen. Das ist gut. Alter, da ist der mega Sturm gebildet. Hinter uns, ne? Ja. Ja, aber wir müssen uns beeilen auf jeden Fall auf der Insel gleich. Wieso kommt der Sturm zu uns oder was? Also er ist hinter uns und obwohl der Wind ist gegen uns, oder? Jetzt nimmt die Wolke wieder hinter uns vom Stern her. Also vielleicht, keine Ahnung, ob das was mit dem Stern. Ja. Ist es einfach nur der Nordstern. Ist das im Norden? Ja. Das ist der Nordstern, glaube ich. Könnte der Nordstern sein, ja. Weil er ist direkt auf dem Norden. Ja. Natürlich cool. Wo muss ich hinlenken? Das ist eigentlich gut. Bisschen ticken. Ja, es kann ja auch sein, dass es jetzt einfach nur die Zeit ist, wo Geisterschiffe auftauchen können. Anker! Wo was auftauchen kann? Anker. Geisterschiffe vielleicht. Hallo! Anker! Ja, war ich doch schon! Nein, lass los! Du sollst ihn fallen lassen! Hab ich doch! Na, hab ich gehört, wie du ihn fallen gelassen hast. Das langsame Klick, Klick, Klick von ich lass den hoch. den hoch. Aber warum sind die alle Kanonen geladen? Fuck! Oh, jetzt ist hier schon wieder jemand drehen. So, wo sind die? Wer ist denn der Unfading King? Ich hab keine Ahnung. Unfading. Und den mal eben einsperren. Ah, da kann man kurz. Da kann man mit Skelette mit kaputt machen. Huhn! Hat der gerade einen auf das Huhn geschossen? Nein. Weil ich höre den Schuss. Fuck! Ist der wie tierisch, dass diese scheiß Skelette immer abhauen. Wo sind die denn? Ich sehe ja gar keine. Ist der wie tierisch, dass diese scheiß Skelette sich wehren. Und blocken. Das nervt auch. Wo seid ihr und wo sind die Skelette? Ich sehe keinen. Bist du wieder am Arsch der Welt wahrscheinlich? Nee, ich glaube nicht. Die war doch eben alle hier. Hä? Da vorne, da seid ihr doch. Ja, was Problem. Ey, irgendwas ist mit der Sound Engine mega kaputt. Warum? Oh, ist das schon der Gegner? Ja, ist klar. Mich hat es halt angehört, als wäre irgendwo vor uns was, aber. Naja. Ich hab den Schädel. Der Unfading King macht irgendwas mit dem Huhn. Oh Gott! Was macht der mit dem Huhn? Hat abgeschlossen. Achso, das war nur eine. Ja, das war nur einer. Ja. Yay! Denn was auch immer das mit dem Nacht- und Geisterschiff und so bedeutet, ist jetzt scheinbar auch vorbei. Ja, wir werden es einfach nochmal rausfinden. Und wehe, guck ins Wiki. Lass doch einmal ein Spiel selbst erfahren. Einmal! Ich guck nicht in irgendeine Wiki. Nee, ich mach lass das spoilern, wie immer, wenn irgendwer einfach was sagt und meint, wie, das wusstest du nicht. Wiki? Ja, deswegen wir sind bin ich auch Piraten und keine Wikinger. Deswegen denke ich auch nach, ob ich dieses Spiel wirklich im Livestream spielen will, weil ich eben die Show gespoilert werde. Lass mich mal kurz meine Crew David einsperren. Warum? Dann lass ihn doch immer noch dich, ja. Er will doch nur David sein. Ja, gut. So, wo müssen wir hin?
keine Ahnung, das ist die Frage. Wollen wir irgendwie noch eine machen oder einfach ich würde jetzt gerade erstmal, glaube ich, zurückbringen, bevor irgendwie was passiert oder so. Okay, ist die Frage, wo? Maglas Bay? Nee. Wo ist ein Sanctuary Outpost? Hier, sag an. Das wäre dann so... grob... best. Okay. Ich mach mal grob Südwest und dann, können wir das ja immer noch... Könnt ihr bitte mal die Segel komplett runter machen da vorne? Nein! Das Hauptsegel ist auch noch ein bisschen. Danke! Ja, Mama! Nicht Mama, das heißt ja, Captain. Captain Mama. So, wir sind grob Südwest. Glass Bay ist hier recht. Schön. Sieht hübsch aus. Ja, schon. Ist ein Wasserfall? Nö, sehe keinen. Ich auch nicht. Ich sehe nur ein sehr Low-Poly-Modell. Jo. Das, okay, ich dachte, das wäre nur bei mir so. Nein. Amy. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Nachklar. Ist das, ja. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, das so stark einzustellen. Das LOD. Wer hat hier gerade irgendwie Geräusche gemacht? Ja, der King muss halt schießen. Was? Hä? Was? Hä? Wo? Was? Hä? Was? Hä? 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 Was? Hä? Hä? Was ist das hier für eine Meuterei, die veranstaltet wird? Hier ist schon wieder ein Geräusch. Wo wollen wir überhaupt hin? Keenhall Fort oder wo? Engen Outpost. Ah, nee. Oder Sanctuary Outpost. Der ist halt komplett im Süden. Wer hat mich denn da eben... Alter, schlechtestes Navi der Welt, David. So, also das war ein Outpost. Wir sind da jetzt ein bisschen rausgefahren. Da links ist ein Wrack. Wrack. Ein was? Geradeaus. Was denn da? Ein Wrack. Ja, wollen wir da hin? Ja. Da sind doch nur Möwen. Ja, da ist ein Wrack. Ja, dann lenke ich wieder geradeaus. Oder ein bisschen nach Steuerbord. Aber aufpassen, da ist ein Outpost direkt davor. Ich weiß nicht, ob das ein Wrack ist. Ja, wenn da Möwen sind, ist auch ein Wrack. Na gut. So klar, ich kenn's Möwen nicht. Da recht. Ja gut. Warum hat die Musik nirgendwo gemacht? Nam. War da recht? Sind bestimmt gleich high. Oh ja doch. Irgendwie ist da ein fetter Nebel, habe ich das Gefühl, direkt vor uns. Kann das sein? Insgesamt ein bisschen dicht vor Ort. Nee, aber direkt vor uns ist eine Nebelwand. Nein. Es wird immer mehr Nebel. Ach Quatsch, das bist du dir ein. Komm mal runter. So, Anger. Anger. Oh, ich geh schon mal. Ui. Okay. Ein bisschen näher ranfahren können. Ja, und dann wieder zu Aua, nee, doch nicht. Dann wieder zu sterben. Sterben ist doof. Na. Sterben ist Gift. Gift. Ob man jetzt so einen Outpost eigentlich auch mal vernünftig angreifen kann? Bestimmt. Vielleicht musst du es probieren, während wir noch Beute an Bord haben. Ja, bitte. Ne, wir müssen ja nicht mit dem Schiff dahin gehen. Willst du schwimmen von hier? Bist du wahnsinnig? Ja. Erst wenn wir die Beute wegbringen und dann einfach mal einen Outpost angreifen. Ja, das können wir mal. Verrückt. Das ist auf dem Kopf, das verwirrt mich. Hallo? Wrack der Hellborn Mage. Nee, warte, hier kommen wir gar nicht rein. Der David hat schon den. Das gefunden, wo wir hin müssen. Hier sind auf jeden Fall Bretter und sowas. Oh, kann man Luft holen, das ist gut. Jo, schön. Oh nein, ich bin voll mit Holz. Also die wurden auf jeden Fall ziemlich durchlöchert. Ich hätte nur gerne einen Schatz oder so. Ja, irgendwie sehe ich nichts. Wer von euch ertrinkt gerade? Ich nicht. Das auch nicht, ob ich das bin. Huh, ertrink ich gerade. Ich höre nur um die ganze Zeit... Ich höre es auch schon wieder. So, ich will gerade mal eben an.
Oberfläche, weil ich guck mal eben hinten in die Kapitänskajüte. Nein, ist es, kann es sein, dass die Männer keinen Schatz haben? Das ist schon komisch. Weiß ich nicht. Kann bestimmt sein. Also hinten in der Kapitänskajüte ist auch nix. Die Frechen? Ist hier wohl nichts. Ich so schon nicht von glücksabhängig. Oder vielleicht spawnen die alle 12 Stunden neu und wer die SS findet in einer Session, kriegt das dann. Keine Ahnung. Genau. Ich glaube, wir haben ein paar Bretter und Bananen, ne? Von daher. Ja, dann haben wir doch genug von. So, wo ist unser Schiff? Ach, da. Mir fällt gerade auf, dass es eigentlich ein bisschen riskant war, jetzt hier drin rumzuschwimmen, während irgendwie noch einer da ist, der damit hätte abhauen können. Ja, was soll er damit machen? Außer uns verarschen. Genau das. Schiff wegbringen. Und dann einfach auslocken. Wir haben unsere ganzen Schätze nicht mehr. No! Naja, nur wenn wir uns alle auslocken, ist das Schiff wieder weg. Ja, aber wenn es weggefahren ist, müssen wir es wiederfinden. Das stimmt. Verstehst du? Ich verstehe. Aber da man das Spiel eigentlich für die Belohnung spielt, wäre das ziemlich dumm von ihm, das zu machen. Der Sound vom Schiff klingt gerade natürlich was von Hai. Was bitte? Hinter dir ist übrigens ein Hai. Okay, cool. Dann kletter ich einfach mal an Bord. Hi! Hi! Oh Gott, oh Gott. Toad. Kann man den looten? Nein, nee. Immer noch nicht. Dann schieße ich nochmal drauf. Arschloch, hi. So, dann wir einmal zum Outpost. Wo wir schon mal den Anker. Okay. Ich lade mal kurz nach. So, Outpost war ja Süden. Also jetzt der Zurückbring-Outpost, nicht der Outpost, der rechts ist, ne? Ich wünschte, wir hätten einen Schatz gefunden. Wollen wir den anderen Typen mal eben rausmobben? Wie denn? Wieso? Wieso? Er macht doch nix. Och, der ist doch vernetzt. Wir haben doch Nummer 4, der gleich mitmachen möchte. Achso. Ja, dann sag Bescheid. Alter, der Outpost ist jetzt voll im, einfach im Westen. Ja, warum machst du aus sowas? Müssen wir hin? Ist das da der Outpost? Nee, hä? Moment. Stopp mal kurz. Mach mal, entweder macht mal einer gerade kurz den Anker runter oder ich guck. Das ist außerdem auch Osten gewesen und nicht Westen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt Nordosten müssen wir. Wir fahren also quasi in die komplett falsche Richtung. Okay, ich schlag nochmal anders. Oh ne, das sind Steine. Okay, wir bleiben hierbei. Fahr doch rechts rum. Ja, mach jetzt auch. Also Richtung Steuerbord. Wir haben hier eine fette Open World. Ist doch egal, wo wir hinfahren. Wir werden schon irgendwo ankommen. Fässer! Ja, spring raus und nimm eins mit. Okay! Tschö! Ist der jetzt wirklich rausgesprungen? Hä? Nein. Oh gut, ich hab schon gedacht. Dann kommt raus, in den Fässern sind einfach die besten Loot-Sachen der Welt. Das kann sein, wer weiß, hier ist sogar Gold drin und du hockst hier und denkst dir... So, also das Ding hier vor uns ist nicht der Outpost, wo wir hin müssen, richtig? Ja. Das ist aber ein Outpost. Naja, das ist aber so ein böser Outpost und nicht so ein, hey, ihr könnt ihr eure Sachen abgeben und kriegt dafür Geld Outpost. Ja, aber das sieht voll freundlich aus, die haben da eine kleine Holzhütte gebaut. Ja, die großen schwarzen Türme und alles böse und... Ja, wollen wir uns das gleich mal angucken, wenn wir Sachen weggebracht haben. Ja. Wir müssen nur ein bisschen mehr nach Osten. Und wenn ich mir vielleicht wieder zwei Waffen tragen darf. So, Kade, ja, jetzt stoßen wir Osten. Ist das ein neues Wrack oder ein altes Wrack? Das ist das Wrack, wo wir gerade waren. Da haben wir echt Scheiße gebaut.
Nur nee, Gegenwind. Nur weil ich einmal kurz in die komplett falsche Richtung gesegelt bin? Ja, komplett scheiße gebaut. Das würde ich jetzt nicht als komplett scheiße gebaut zeichnen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen komplett oh, scheiße gebaut. Ein bisschen gebaut. Scheiße. Nee, 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 das müssen wir jetzt nicht hochsterilisieren hier. Sterilisieren? Sterilisieren, Sterilisier dich gleich. Ich weiß nicht mehr, welcher Fußballer das gesagt hatte. Ich liebe ihn aber jetzt schon. Ich glaube, es war Lodder. Lodder. Lebt er noch? Ich glaube ja. Wer, Lodder Matthäus? Ja, Lodder. Ja, der lebt, natürlich lebt er noch. Unkraut vergeht nicht. Das kommt noch dazu. Der ist doch auch schon, ich weiß nicht, 40 oder so. So, wir brauchen gleich mal Einweisungen für das Undock-Manöver, hätte ich jetzt fast gesagt, das Landemanöver. Braucht noch irgendeiner das Eindrehen und Anker setzen? Ja. Ja, dann mach doch mal. Warte, ich sag Bescheid. Sag Bescheid, wann ich drehen soll, sag Bescheid. Okay, das dauert noch ein bisschen. Links, rechts. Wir sind weiter links, weg, als rechts. Ich dachte. Ich wünsche, ich hätte eine Hupe. Dreh mal ein Stück Backboard. Nur so ein bisschen. Und dann direkt wieder gerade. Jo, jetzt wieder gerade. Perfekt. Ja? Ich hab gesagt, ein Stück. Du hast ja voll eingedreht. Oh nein. Soll ich jetzt eindrehen? Nee, noch nicht. Solange du den nicht einpieselst, ist alles gut. Soll ich links oder rechts eindrehen? Links, ne? Ja? Links. So, auf 3, 2, 1, jetzt. Ich dreh. Der andere Knie gerade weg, ne? Warte. 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 Jetzt! Eigentlich waren wir schon Freunde, doch. Das war eine sehr sichere Landung. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich nehme jetzt diesen hasserfüllten Schädel und gehe damit auf die Insel. Jetzt über eine Achievement-Benachrichtigung. Jetzt höre ich zwei Chats. Ich kann auch den Spielchat umschalten. Dann mach halt mal den Ton vom Ingame-Chat aus. Ich bring grad was weg. Ganz gut. Warum sind hier schon wieder überall Kanonenkugeln drin? Hab ich nicht mein Zerspiel? Kann ich nicht sehen. Na gut. So. Wie viele Schädel hatten wir? Zwei, drei. Ne? Drei. Oh. Drei Schädel und eine Kiste, glaube ich. Komm hier aber nicht mehr raus. Hilfe! Oh. Was hast du wieder gemacht? Einmal mit Profis spielen. Du steckst jetzt in der Kanone drin und kommst nicht raus, um dich zu schießen. Ja, dann musst du halt. Ja, viel Spaß beim Zurückschwimmen. Oh. Selber schuld. Wieso kann ich denn aus der Kanone nicht wieder rausklettern? Nein. So. Das ist aber in der Tat irgendwie, kann man vom Design her noch ein bisschen besser machen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, aus einer scheiß Kanone wieder rauszuklettern. Vielleicht haben die sich das anders überlegt. Ich hoffe, der Typ hat jetzt nicht die... Down. Ich hab einen Kopfgeld in der Hand! Kopfgeldschädel verkauft! Was kriegen wir? Kriegen wir jetzt Geld? Ja, wir kriegen viel Geld. Oh! Bei mir nicht. Das erfüllte Kopfgeldschädel war sehr viel Geld. Meiner nicht. So, welcher Troller muss ich gehen? Die im Zelt. Nein, das ist kein Zelt. Die im zweistöckigen Gehaus unten. Gehaus. Gehaus. Bei uns halt! Hä? Gut, ja. Den Orden ansehen erhöht. Oh nein, fast vor Level 3. Christian muss jetzt hier den Schädel abliefern und dann haben wir das. Warum ist der Typ denn immer noch hier? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht hat er Langeweile. Okay. Wo ist Christian?